Hava Hava Zoot Zoot. Ever Hava Zut Zut A Nam Nam. Hava Hava Zoot Zoot. Ever Hava Zut Zut A Nam Nam. Scheine hier macht meine Kraft, die mir gegeben ist, wenn ein irdisches Gewimmel das Heiligtum meines Polarkreises überschreitet. Euch von nun an kund und wissen zu tun, wenn ich rede, habt ihr eure Münder zu halten, aber wenn ich bei mir rufe, ja! Habt ihr verschlossen, eure zu schreien und zu eure Unterwürfigkeit zu demonstrieren. Bei mir! Astronomus, wie heißt diese Nussschale, die es wagt, in unsere heiligen Gewässer einzudringen? Also, mein lieber großer Neptun, wenn ich es bei der Kleinheit dieses Schiffes in meinem Glas richtig ausmachen kann, so soll dieser Fischkutter Arkona heißen. Aber das ist doch ein Felsen in der Brandung des Meeres. Wie dem auch immer sei, das Kielwasser dieses Schaluppe ist so hochprozentig, dass unsere Statuten die Beschlagnahmung dieses Kutters vorsehen. Astronomus, um den juristischen Foskern unserer Statuten gerecht zu werden, gib mir mal die Position dieser Arkona durch. Also, mein lieber Tippi, nach meinen Berechnungen liegt der große Bär auf der Jungfrau und der Wassermann ist dabei, den großen Wagen mit Goldtalern zu beladen und wird vom Skorpion gestört. Vom Skorpion! Der seine Schwanzspitze wieder in alles stecken möchte. Ha! Mann, putz mal deine Gläser. Nach dieser Berechnung müssten wir ja mitten auf der Reeperbahn sein. Gib mir mal die richtige Position. Also, mein lieber Deppi, das ist die richtige. Siehst du, die Sonne kommt, das ist die richtige Position. Ich vergaß bloß, dass das Ganze von der Milchstraße ein bisschen überlagert wird, ja. Bei mir! Ja! Mein für diese kleine Unternehmung zusammengestelltes Gefolge vor. Meine entzückende und liebreizende Gattin, Thetis, bei mir! Bei mir! Meine Nixen und meine Seeteufel, bei mir! Großer Neptun, lange wusste ich schon, dass ich einmal wieder das Vergnügen oder die Pflicht haben werde, vor dir zu treten und zu müssen. Und wir sind nicht ganz unvorbereitet gekommen. In meinem Gefolge
habe ich meinen Küchenchef Lucullus. Bei mir! Und meinen ersten Medizinaloffizier. Oh, ja! Und damit will ich etwas versöhnen und etwas um Gnade für die Täuflinge und eine gute Behandlung bitten, haben wir ein Gläschen für dich vorbereitet. Lügen! Wisst ihr nicht, dass wir alle aus den Tiefen des Meeres ein trinkfreudiges Volk sind? Ja. Seht ihr nicht, wie sehr es meinem Gefolge dustet? Ja. Bei mir! Bei mir! Seit Auslaufen aus Kiel wurden auf diesem Verbrauch 35. Steht gut, nun operiert sie keine große Narbe bekommt. Sag mal, Nepi, wo ist denn deine? Sehr schön. Vielleicht mal den Stock in Neptuns rein. Alle. Jetzt rufen wir den Täufling Katrin Abel. Vielleicht könnt ihr das ansetzen, was ihr hier rausgeschnitten habt. Hä? Sie ist noch ein bisschen klein. Schraubt nicht zu viel an ihr rum. Aha. Namen. Seepferdchen. Ruf mir den Teufel. Alle verschieden lang. Rehle. Jetzt rum. War aber nicht zu machen. Sander von Breitenlandberg auf den Namen See! Der Stachel nicht abgeschnitten. Ja, er riecht ein bisschen streng.
Ja, das ist schon besser. Und der Rest schunkelt. Wir rufen den Täufling Elia Buchmüller. Nur kurz und bündig auf den Namen. Hückling! Ranil! Mein Gefolge. Ich stelle mich ungemütlich und ich werde euch Stürme schicken, die euch das Fürchten lernen. Nom nom, pa hüwe, pa hüwe, pa, pa hop, hüwe, pa.